Torah sagt uns heute, Behilchus Zdokke, heute 27. Tag im Monat Schwat. Torah sagt, Potoach tiftach et yadcha. Du sollst aufmachen deine Hand sollst du aufmachen. Stellst du die Frage in die Talmud, Baba Basra, warum steht es, deine Hand sollst du aufmachen, mach auf deine Hand? Zweimal. Warum? Und nicht einmal. Weil, sagt die Torah, von ihr lernen wir zwei Dinge. Auch ein Mensch, der seine Hand aufmachen muss, ein armer Mensch, muss seine Hand aufmachen, weiterzugeben. Auch ein Empfänger muss geben. Und auch, manchmal, man macht auf und sagt, ich will was Gutes tun. Aber ich tue es später. Sagt die Torah, nein, das ist ein zusätzlicher Mitzvah. Das Riesen, meine Mitzvah, die Mitzvah von Zdokke sofort zu machen. Zdokke ist eine Mitzvah, die sofort gemacht werden soll. Wenn ein Mensch eine gute Idee hat, oder es leuchtet ihm eine Idee, ein Zdokke zu machen, soll er das sofort machen. Nicht ablegen. Und normalerweise, wenn er legt es ab, wird es gekühlt. Und deswegen, um die Zweifel abzulegen, sofort. Auch, die wir haben erwähnt am Anfang der Woche, Arisa sagt, man soll bei Zdokke nicht genau aufpassen. Bei Zdokke soll man mit einer breiten Hand geben. Die Yadre Chava. Das ist Potoach Tiftach et Yadcha. Es gibt ein Verbot in die Torah, nicht die Hand zuzumachen. Wenn ein armer Mensch Hilfe braucht, Lotte Ametz et Levavcha. Du sollst deine Hand nicht zumachen und die Mensch soll kein geiziger Mensch sein. Es gilt natürlich nicht nur Geld, es gilt auch immer, wenn es geht, die Mittelkosten, dem jemand zu helfen. Heute ist, wie erwähnt, der 27. Tag im Monat Schwat. Der Rebbe Hashem hat gesagt, dass die Chassidim haben ein Resultat gemacht. Etwas, was ist erlaubt, aber nicht unbedingt gebraucht, haben wir nicht gemacht. Und deswegen könnten sie leicht zerbrechen der Leidenschaften der Körper. Weil nicht jede Sache, was ist erlaubt, ist ein Muss. Erlaubt, aber heißt nicht ein Muss. Und so können wir uns fernhalten von den körperlichen Leidenschaften und uns konzentrieren auf die spirituellen Dinge im Leben.